Jo Leute, was geht? Der Thales hier. Seit längerem habe ich mich ja schon nicht mehr bei euch gemeldet und jetzt dachte ich mir, es muss wieder mal sein. Wir machen eine neue Mod. Und zwar diesmal zu Good Old Dark Souls 1 Prepare to Die Edition. Die Mod nennt sich selbst... Verdammt, jetzt habe ich meinen Text vergessen. Die Mod nennt sich selbst Breath of the Souls. Ist ein bisschen an Breath of the Wild angelehnt, was die Waffenmechanik betrifft. Sprich, man muss immer wieder neue Waffen finden, weil die alten Waffen ziemlich schnell kaputt werden, soweit ich das gelesen habe. Und es soll auch ganz viel Cut-Content drin sein und vielleicht ein paar Sachen, die neu sind. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber halt die Core-Mechanik ist, deine Waffen gehen schnell kaputt, du musst Waffen wechseln und du droppst auch gute Waffen, hoffe ich mal. Auch Pluswaffen wären gut. Ich glaube, man kann die nämlich gar nicht reparieren, die Waffen. Die sind dann weg. Wenn sie kaputt sind, sind sie kaputt. Also, ohne weiteres Geschwafel, habe ich mich natürlich wieder schlecht vorbereitet. Ich muss jetzt ganz kurz einen Cut machen, denn ich muss meinen Controller erst anstöpseln. Mann, viel zu lange nicht gezockt. Also, wir sehen uns dann gleich im Spiel. So, es kann weitergehen. Jetzt habe ich auch meinen Controller und jetzt starten wir mal in ein neues Spiel. Und es ist viel zu laut. Ich hoffe, es ist bei euch nicht so laut. Und dann schauen wir mal, was sich alles verändert hat. So, unser Charakter sieht ja schon mal crazy aus. Den Ingame-Sound muss ich dringend dann leiser drehen, ne? Kann auch hier drehen, ne? Eigentlich. Dann hörst nur ich, ja? 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 So ist besser, ja. Besser. Charaktername, ja, ist ja klar irgendwie, ne? Der Thales natürlich. Ja, müssen wir mit der Maus machen, okay. Hallo? So, und Geschlecht? Machen wir männlich. Glaube. Gabe. Oh, jetzt fängt schon an. Ich lese schon Sachen, die nicht da sind. Es geht schon los. Aber hier steht es irgendwo, oder? Glaube. Komm. Ne, Wille heißt es ja hier. Ah, dachte ich könnte mich rausreden, aber nee. Also, es gibt neue Klassen. Den Balbaritter. Den Soldat, den kennen wir. Der Spion. Was ein Ninja halt. Gesetzloser, ja. Hm, der startet mit dem Buckler. Das ist ja schon mal sehr interessant. Das gab es das Buckler in Dark Souls 1? Gab es dieses Schild in Dark Souls 1? Oder? Nee, ah, stimmt. Ja, Dark Souls 2 ist da ist es das Lederschild, glaube ich. Ja, stimmt, ja, stimmt. Dann der Söldner. Der Schütze. Ja, der hat da Pfeile im Rücken. Zauberer, das kennen wir. Der Charmeur. Seh mich irgendwie als Charmeur zu spielen. Sehe ich mich irgendwie als Abtrünniger. Boah, der hat ja auch nie so Schwert schon von Anfang an. Richtig mega. Und ja, nicht so ein tolles Holzschild. Verrückter. Also hier sind die ganzen meine Kollegen, die das alles Level 1 spielen. Ihr wisst, wer gemeint ist. Hier sind die ja zu Hause. Ja, mysteriöser Nackter mit großer Keule und Holzschild bewaffnet. Da steht das gar eine Beschreibung. Es ist sogar auf Deutsch. Es fällt mir jetzt erst auf. Es ist auf Deutsch, Leute. Schön. Seltsame Gestalt. Vorher zaubern und Peitsche. Der Charmeur. Der Zauberer. Ja. Alles nicht so. Naja. Gut, was nehmen wir jetzt? Ich wäre ja fast auf dem Gesetzlosen wegen dem Schild halt. Weil ich ja gerne Parry spiele. Aber da hier eh alles schnell kaputt geht. Ich denke mal, das Schild wird auch kaputt gehen, ne? Das Verrückte spielen wir nicht. Abtrünniger, vielleicht habe ich aber Angst, dass Nitos Schwert zu schnell kaputt geht und dann haben wir eigentlich gar nicht viel davon gehabt. Charmeur ist halt Pyromancer. Ich spiele halt nie Feuerzauberer, ne? Ich spiele halt allgemein keine Zauberer. Was machen wir jetzt wirklich? Ein Söldner vielleicht? Oder weißt du was? Wir spielen einfach als Gesetzloser, komm. So, dann der Glaube, ne, den ich vorhin falsch gelesen habe. Die Gabe nämlich natürlich. Kleiner Schleifstein.
Verstärkt kurzzeitig die Waffe. Okay. Feuerbombe kennen wir. Waffenschmiedekiste kennen wir eigentlich auch. Schmiedewerkzeug erlaubt Verbessern von Waffen am Leuchtfeuer. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Je nachdem, ob es Händler gibt, die das verkaufen oder ob man das normales droppen müsste. Goldpulver, magischer Staub, verlängert Waffenhaltbarkeit, ja. In der Mod wahrscheinlich sehr wichtig. Pilz, nee. Große Seele, nein, danke. Lebensring, nein. Ring des Abgrunds. Aha. Ach so, das ist der. Ah, das Abgrundschreiten, okay. Kann man den nicht in-game finden? Das wäre schon sehr schade. Ich glaube, ich gehe echt mit der Waffenschmiedekiste. Macht für mich am meisten Sinn. Dann Figur. Kräftig, dick. Kopfplastik. Alter, was? Wir nehmen kleinköpfig, glaube ich, ja? Laut Gesicht. Ja, muss man nicht unbedingt anpassen. Ihr wisst ja, wir werden die meiste Zeit voll rumlaufen. Manche blinzeln. Ah doch, alle blinzeln. Okay. Oh, das sieht schön böse aus, den nehmen wir. Visor. Sehr wichtig. Das. Ist das Miyazaki? Ich weiß es nicht. Irgendwie schon ein bisschen, oder? Die Frisur. Ah, die Ratte. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Wer hätte es gedacht? So, Hidetaka. Die sollte ein Gegner sein eigentlich, oder? Ah ja. Gut. Da. Ja, komm. Ein andermal dann, ne? Tschüss. Lieber Dämon. Oh. Hilfe. So. Wir brauchen nämlich zuerst mal was Anständiges. Ne? Wir haben den Bogen, aber wir haben keine Pfeile. Ist ja auch schon mal blöd, ne? Irgendwie kommt es mir dunkler vor. Das wird unser Schild sein. Jawohl. Das Faustschild. Sieht man irgendwo die Stats von der Waffe? Wie viel Durability das Ding hat? Sieht man das irgendwo? Anzeige umschalten. Aha. Robustheit. 6 von 6. 12 von 12. 6 von 6. Seht ihr, was ich meine? Ich glaube, wenn das auf 0 fällt, ist die Waffe weg, oder? 6 ist schon wenig. Sollten das nicht 60 sein? Naja. Alter, Zeitlupenpfeile. Immer diese Zeitlupenpfeile. So, als nächstes gibt's hier eine Waffe. Ein Banditenmesser. Tauschen wir den Schwergriff gleich gegen das Banditenmesser aus? Nein. Das Banditenmesser hat 11 Robustheit. Boah, das zieht. Ah, das war zu viel. Das war zu viel. Viel gewollt von mir.
La 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 la. Oh Gott. Aber wir halten schon gut aus. Ich bin noch ein bisschen dumm. Weil das sau dumm von mir. Man muss eigentlich nur schauen, dass man hinter ihn kommt. Und mit der Eröffnungsattacke haben wir den ja schon fast gekillt gehabt. Großer Schlüssel und die Tür geht auf. Schön, Menschlichkeit erhalten. Nice. Endlich sind wir nicht mehr so ein roter Haufen bald. Schlüssel des großen Pilgers. Aha. Okay. Hier ist auch noch alles gleich. Oder? Haben wir hier was Besonderes? Nachrichten ignoriere ich mal. Oder soll man die lesen in der Mod? Eigentlich soll man... Oh Gott! Oh, hat mich der erschreckt gerade. Oh. Plötzlich kam aus dem Bild raus. Hey du. Du kleiner du. Hohoho, der. Krass. Da rechnet man nicht, ne? Gut gemacht. Warte geradeaus. Dankeschön. Ja. Diese Nachricht. Jetzt schauen wir uns aber alles genauer an, ne? Wenn hier schon Gegner lauern, die normalerweise nicht hier sein sollten. Vielleicht findet man ja auch einen Gegenstand. Denn hier kommen wir so schnell nicht mehr zurück. Also bis jetzt sehe ich nichts. Ah, der Typ ist echt fies. Stell dir vor, du kommst mit einem HP aus dem Bossfight. So, yay, ich hab's geschafft und so. Und dann schlägt dich der eine Hollow schlägt dich tot. Ja. Gut, hier ist anscheinend nichts mehr. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Schreibt es in die Kommentare. Keine Entfachen als... Aha. Aushöhlung umkehren. Eine Menschlichkeit. Wir haben eine Menschlichkeit, soweit ich weiß. Oh, wir haben vier Menschlichkeit. Wenn wir mal die Aushöhlung umkehren, mal schauen, wie der gute Junge normalerweise aussehen wird. Ist schon viel besser. So, und jetzt entfachen. Keine Menschlichkeit. Wie viel braucht man da? Eine? Denn durchs Entfachen kriegen wir mehr... Aha. Das ist ja nett, dass man da davor schon gar nicht darauf hingewiesen wird. Jetzt habe ich eine Menschlichkeit am Konto, die ich verlieren kann. Und meine eigene natürlich. Naja. Egal. Da will ich noch gar nicht hin, oder? Obwohl, da vorne liegt Loot. Ich weiß aber, was hier los ist. Das ist das Problem. Ah, schnell durch. Goldpulver, Dankeschön. Und? Nichts Geiles? Nein. Oh Gott. Einfach One-Hit. Ah ja, jetzt sind wir gestorben. Auch nicht schlecht. So, mein Lieber. Waffengefahr. Dein Ernst? Wie viele Schläge hält die? 6 Schläge oder was ist da? Was ist das Limit?
Attack Down haben wir schon. Ja, 2 von 11 Robustheit. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt ist aus der Spaß. Hinter, ich brauche schon viel mehr Schläge jetzt. Und Kleidung. Schauen, wie viel gehen noch, bis das kaputt ist, das Ding. Okay, Waffe zerbrochen. Die ist noch da. Also ich habe noch Hoffnung, dass man sie noch reparieren kann. Beim Schmied vielleicht. So, nein! Was? Wieso? Wieso hat der jetzt eine Rolle gemacht? Ich habe noch gar nichts gedrückt. Schau. Gibt's ja nicht. Verloren ist gut, zurückgelangt. Ja, wirf du deine Feuer. Gott, oh, da ist einer mit einer Axt, den habe ich vergessen. Uff. Oh. Axtmann. Eigentlich wollte ich den schön von hinten. Hüllenaxt plus 3. I like. I think. 104 Angriff. Oh, das sparen wir uns für den Boss auf, ne? Da drüben ist was. Was war das nochmal? Na, wir werden es nie erfahren. Aber wir werden langsam besser. Und das ist, was zählt bei Dark Souls. Immer wieder, immer dranbleiben, probieren, besser werden. Noch mehr probieren. Noch besser werden. Na, ah, jetzt hat er mich wieder auf die gleiche Weise wie vorhin. Ja, trink deine Milch. Auf die exakt selbe Weise wie vorhin. Und wieder tot. Haha! Schön. Wir lassen das. Ich wollte es jetzt nochmal versuchen. Für die Ehre. Aber wir lassen es. Okay. Haha. Runtergetreten, habt gesehen. Das hat er halt einfach mal Style gerade, ne? Oh. Jo, aber wo sind wir hier? Das ist voll der geheime Geheimweg. Das war's. Okay, und hier ist die Belohnung. Wow. Wow, mein lieber Freund. Dich habe ich ganz vergessen. 500 Schaden hat der gemacht, ne? Streitaxt, nice. Danke, lieber Drache. Oh, die machen hier Feuer, Gaudi. Was hier los? Waffe in Gefahr. Ja, Leute. Wenn diese Meldung kommt, machen wir plötzlich weniger Damage. Dann ist hier drin Bonfire. Oh! Wer bist du? Was machst du hier? Mein lieber Freund? Well now. Der Skeleton. Hässlich. Thank you kindly. So, als nächstes. Schauen wir uns da unten
die Area an, wo normalerweise der Händler sitzen wird. Denn wenn der Händler hier sitzt, wer sitzt dann unten? Hat ihn jemand verjagt? Wie war das mit dem Treten nochmal? War das Schild? Schnell vor und... Ja, okay. Alter, was? Jetzt hätte ich meine Schwäche so ausnutzen. Ist nicht fair. Darf nur ich. Ah, Feuer, 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 heiß. Weg. Hä? Wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Ist das Original so? Ne, hier ist der Händler. Da ist der Händler, normalerweise, ne? Heute nicht, wie es scheint. Dafür hat er eine blutige Malerei an der Wand hinterlassen. Was steht da? Steht gar nichts, oder? Okay, schneller Mimic-Check. Schleifstein. Okay, die große Scherbe ist jetzt ein Schleifstein. Oder wie sehe ich das? Ah, wie war das mit dem Inventar? Ausrüstung? Gegenstände, ja? Aha. Da ist er nicht drin, hoffentlich, der Schleifstein. Ringe. Kleiner Schleifstein. Ah, das sind keine Scherben. Das sind Schleifsteine, verstärkt kurzzeitig eure Waffe. Ein wenig. Okay, der große Schleifstein. Aha. Verstärkt kurzzeitig Waffe. Gut. Ah, dafür kriegen wir einen Schleifstein. Du auch einen Schleifstein? Schleifstein. Kleiner Schleifstein. Also quasi ein Kleinstein. Was ist das für eine Tür? Wir fallen heute Sachen auf, Leute. Die hatte ich noch nie bemerkt, die zwei Türen. Aber die kann man auch nicht öffnen, oder? Wenn man da richtig runterspringt. Vom Dach aus? Naja, es geht wahrscheinlich nicht. Hey, Axtmann. Wo bist du hin? Ah, von hier aus kann man da jetzt runterspringen. Gut. Ja. Sehr gut. Anwesenschlüssel. Alter, der ist voll wichtig, oder? Der ist, glaube ich, voll wichtig. Ich brauche jetzt ein Feuer. Nicht das Feuer. Ich brauche jetzt ein Bonfire zum Ausruhen. Ich hoffe, dass ich bis dahin nicht sterbe. Lasst mich in Ruhe. Feuertopf los. Wie wirft jetzt den blöden Feuertopf an? Der wirft von da aus. Oh! Damit habe ich nicht gerechnet. Schnell mal nochmal zurück. Komm. Nein, 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 du Baldur Ritter. Nein! 3:0 für die Schwerkraft. Was ist hier los? Geh weg. Boah. Ein Hüllenschild. Anwesenschlüssel brauchen wir hier. Okay. Jetzt wissen wir, für was der war. Komm mal raus. Ach, falscher Knopf. Falsch gedrückt. Ist natürlich blöd. Oh, das ist schon mal keine Mimik.
Und wir haben hier das Goldharz. Okay, das hier ist das Goldharz. Bin ein bisschen beunruhigt jetzt. Ja, schön. Von der Seite. Mit dem habe ich... Eigentlich hätte ich mit dem rechnen sollen, ne? Aber richtig, richtig, also... Hat richtig gestruggelt. Was ist denn jetzt los hier? Lass mich doch mein Intro reden. Also... Schwerkraft. Kann man nichts gegen machen. Ja, ich schlag dich mit dem Tisch. Mein lieber Freund. Was machen? Hier, ich werf den Kumpel von dir runter. Nimm das Opfer an. Nimm es an. Alter, 70 Schaden nur. Und er trifft natürlich. Jo, ist ja klar. Weil er kann es nämlich. Jo. Schwergrab. Ach, da hat mich die Rückhand erwischt. Ja. Nein. Der Doktor empfiehlt eine Stunde Dark Souls am Tag. Und deine Nerven liegen blank. So. Ja, das ist nur Spaß natürlich. Das Spiel ist genial. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es auch hier zu sterben. Weil es zeigt mir einfach, dass ich nicht gut bin. Und dass ich mich verbessern muss. Und es zeigt mir im Endeffekt dann auch, dass ich mich verbessern kann. Ja, synchron schlagen. Das mag ich. Wir gehen ja auch immer stärker aus so einer Erfahrung raus. Wir lernen dazu. Wie zum Beispiel, dass ich den Schützen vergessen. Ah! Und das Ding mit der Schwerkraft, ne? Oh, oh Gott, ich habe das fast vergessen. Ah, das Fass. Das blöde Fass. Echt. Wir können es aufmachen. Warte mal, haben wir den Generalschlüssel, weil wir Dieb sind? Wir haben den Generalschlüssel, weil wir Dieb sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt, da unten wartet Hubble auf uns, oder? Oder nicht? Hubble? Hubble! Ja, Hubble! Gut, Hubble schaffen wir noch nicht. Glaube ich halt. Obwohl sein Ring mega geil wäre. Oh Gott, ist er schnell. Warum ist das so schnell? Mein lieber Hubble, wie machen wir das jetzt? Oh mein Gott.
Er kommt nicht rein, oder? Hier ist keine Leiter. Und was seid ihr, Hässliches? Ach ja, die aus dem Gemälde. Die Höhlenphalanx. Ist klar. Durch was habe ich jetzt Schaden bekommen? Ah, das hat mich getötet vorhin wahrscheinlich, so ein Speer. Neunzehn Schaden. Legendär. Alter. Ja, krass. Die Legion. Hässlich. Aber das hat mir gerade gezeigt, dass ich eine kleine Pause brauche. Jetzt sind wir schon 3 Folgen hier. Ich denke gerade drüber nach, ob ich das nicht bis zusammenschneiden werde. Aber wir sehen es dann schon. Auf jeden Fall danke, dass ihr dabei wart bei meiner Reise durch Breath of the Souls. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Tschüss, bis dahin, bleibt gesund, euer Thales.